Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video geht es um die Bildung der Kohlenhydrate und um die Energiegewinnung aus Zucker. Ein biochemischer Vorgang zur Bildung energiereicher organischer Stoffe aus energiearmen anorganischen Stoffen unter Lichteinfluss nennt sich Photosynthese. Diesen Prozess müsstest du schon aus dem Biologieunterricht kennen. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie der Prozess abläuft, und zwar anhand des Beispiels der Zuckerrübe. Solltest du Interesse daran haben, wie die Zuckerrübe geerntet wird und weiterverarbeitet wird zu Zucker, so verlinke ich dir oben den Hinweis für das Modellexperiment. Kohlenstoffdioxid ist ein Ausgangsstoff, sodass die Photosynthese überhaupt stattfinden kann. Kohlenstoffdioxid atmen wir aus. Weiterhin ist Wasser vonnöten als Ausgangsstoff. Wasser kommt sozusagen in Form von Regen auf den Boden, sodass dann die Zuckerrübe über die Wurzeln dieses Wasser aufnehmen kann. Und wie eben schon angesprochen, spielt Energie eine große Rolle, in dem Fall die Energie der Sonne. Die Strahlen der Sonne treffen auf die Blätter der Zuckerrübe und damit findet jetzt die Photosynthese statt. Kohlenstoffdioxid reagiert also mit Wasser unter Einfluss von Energie, in dem Fall Sonnenlicht, zu Zucker. Dieser Zucker wird in den Blättern gebildet und wandert dann runter in die Zuckerrübe und wird dort gespeichert. Weiterhin entsteht bei der Photosynthese Sauerstoff. Dieser Sauerstoff wird an die Umgebung abgegeben. Diesen biochemischen Vorgang kann ich auch umkehren, das heißt also den Zucker, der jetzt da entstanden ist, kann ich zur Energiegewinnung nutzen. Wenn der Zucker mit Sauerstoff reagiert, entsteht jetzt wiederum Kohlenstoffdioxid und Wasser. Und weiterhin habe ich Energie gewonnen. Zum Beispiel liegt mir dann Energie für die Atmung vor, für die Bewegung, für Stoffwechselprozesse und so weiter. Kommen wir jetzt zur Reaktionsgleichung. CO2, also Kohlenstoffdioxid, reagiert mit Wasser H2O unter Einfluss von Licht zu C6H12O6. Im Biologieunterricht sagt man oftmals Zucker, das ist die Formel für Glucose. Und es entsteht Sauerstoff, den ich, wie gesagt, dann im Umkehrprozess wieder für die Energiegewinnung nutzen kann. Ich muss die Reaktionsgleichung noch ausgleichen. Dieser Prozess ist, wie gesagt, umkehrbar. Zusammenfassend halte ich fest, dass die Energie des Sonnenlichtes umgewandelt wird in Energie für den Organismus. Wie gesagt, diese Energie wird für die Atmung, für die Bewegung und so weiter verwendet. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.